Grenze des Rachels, umgeben von der unberührten Naturlandschaft des Nationalparks Bayerischer Wald, liegen die beiden Gemeinden Frauenau und Spiegelau. Wer hier lebt, der kennt die Vorzüge der Region. Die Menschen kennen und vertrauen sich. Familien schätzen ihren Heimatort in vielerlei Hinsicht. Neben des familiären Charakters überzeugt die Infrastruktur mit Schulen und Kindergärten. Nicht zu vergessen die naturnahe Umgebung, in der Kinder noch Kinder sein dürfen und Herumtoben noch groß geschrieben wird. Durch das Projekt Digitales Dorf wollen die Gemeinden Frauenau und Spiegelau gemeinsam Digitalisierung nutzen, um die Attraktivität des ländlichen Raums zu erhalten. Der Einsatz neuer Technologien in Alltag, Berufs- und Schulleben schafft Pluspunkte für alle Menschen in der Region. Wir von der Gemeinde Spiegelau sind stolz darauf, dieses zukunftsträchtige Projekt hier vor Ort bei uns umsetzen zu können. Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Zukunft des ländlichen Raums. Die Ideen und Impulse der Bürger sind der Motor des Projekts. Auf der Grundlage ihrer Vorschläge und Wünsche wurden digitale Lösungen entwickelt, die den Lebensalltag vereinfachen. Über das Gemeindeportal Dahorm 4.0 können die Bürger ganz einfach auf das digitale Angebot in ihrer Gemeinde zugreifen. Egal ob mit dem Smartphone, Tablet oder dem PC. Anwendung Digitales Rathaus Frauenau ist ein direkter, unkomplizierter Kontakt zur Gemeinde möglich, ohne lange Verwaltungswege und mit raschem Feedback. So kann man sich noch stärker in seine Heimatgemeinde einbringen. Straßenschäden, defekte Straßenlaternen oder umgestürzte Bäume. Einfach die Anwendung öffnen und ein Foto machen. Das Foto wird direkt mit dem Standort an einen zuständigen Mitarbeiter in der Gemeinde oder im Bauhof gesendet, der sich sofort kümmert. Also ich finde die App super, weil der Bürger kann uns schnell erreichen und wir als Bauhof können eigentlich ganz schnell und unkompliziert auf die Probleme von den Bürgern in der Gemeinde reagieren. Ist das Problem behoben, erfolgt eine umgehende Benachrichtigung. Auch Gemeindeinformationen sowie Termine können bequem von zu Hause aus abgerufen und Formulare und Anträge online an das Rathaus gesendet werden. Dadurch, dass die Verwaltungsmitarbeiter ihre Arbeitsaufträge digital erhalten, können diese unkompliziert und zügig bearbeitet werden. Ich finde es gut, dass man sie in der Gemeinde einbringen kann, dass man Zeit und ein paar Biergramm spart und dass man das alles von daheim aus machen kann, das finde ich super. Für die Grundschulen in Spiegelau und Frauenau beginnt ein neues digitales Zeitalter. Damit Eltern und Lehrer keinen Schultermin vergessen und über alles Schulische informiert bleiben, hat das Team des digitalen Dorfs eine Schul-App entwickelt, mit der die ganze Schulfamilie Elternbriefe, Termine und kurzfristige organisatorische Änderungen digital auf Tablet, Smartphone und Co. austauschen kann. Mit der App bin ich immer auf dem Laufenden. Ich habe keine Zettelwirtschaft mehr und ich finde es einfach super praktisch. Außerdem können Eltern auch außerhalb von Sprechstunden einfach und direkt mit den Lehrkräften kommunizieren. Das ist vor allem, aber nicht nur für Berufstätige, eine Erleichterung. Durch diese Anwendung ist die Kommunikation und auch der Informationsaustausch mit den Eltern wesentlich einfacher geworden. So brauchen sie zum Beispiel nicht mehr wegen jeder kleinen Frage in der Schule anrufen oder direkt in die Schule kommen. Und daher sehe ich in dieser App wirklich sehr viele Vorteile. Ziel ist es, Dienste zu den Bürgern zu bringen, insbesondere wenn diese nicht oder nur eingeschränkt mobil sind. So wurde erstmals in der Pfarrkirche in Spiegelau der Pfingstgottesdienst live in das Seniorenheim Rosenium übertragen.
Senioren, denen es nicht mehr möglich ist, ihre eigenen vier Wände im Pflegeheim zu verlassen, konnten auf diese Weise dem Gottesdienst beiwohnen und sogar das Sakrament der Eucharistie empfangen. Ich hab's toll gefunden, weil ich nicht mehr in die Kirche komme. Auch Leseratten können seit dem Welttag des Buches bequem von zu Hause aus oder von unterwegs über Smartphone, Tablet und Co. 50.000 Medien abrufen, dank der Anbindung der Gemeindebücherei Spiegelau an die E-Book-Ausleihe Lesen Online Südbayern. Also für mich ist das besonders praktisch, ich spare mir die Zeit und den Weg in die Bücherei. Die Welt steckt gerade mitten in der digitalen Revolution. Und Frauenau und Spiegelau sind ein Teil davon. Ja, wir gestalten die Zukunft des ländlichen Raumes mit und wir können so vielleicht auch Beispiel für andere Regionen in Deutschland sein. Wir freuen uns sehr auf die kommenden Herausforderungen. Mit dem Projekt Digitales Dorf und der Unterstützung der Bürger, der Gemeindevertreter des Technologiecampus Grafenau und der Bayerischen Staatsregierung wird für Spiegelau und Frauenau eine noch lebenswertere Zukunft geschaffen. Digitalisierung ist da, auch bei Ihnen zu Hause. Sind Sie dabei?